Einmal Loot. Ja, von den drei Sentients ist er schon immer der Schwächste gewesen. Also lore-technisch ist er der Stärkste. Irgendwie, weiß ich nicht. Cloaked Spectral Veil. Cosmilamp. Summon. Except 2 Minion Slots. Kunai. Tatsächlich empfohlen für Rogue. Never Spirit. Hm. Oh. Wie, ich habe nur 2 von 3 Teilen bekommen von dem Outfit? Ah, gut. Da liegt hier nichts rum. Ja, yeah, whatever. Genau, das Ding ist ein echt starkes Turret. Das würde ich sogar tatsächlich mitnehmen wollen. Ignos Trophy. Ja. Nicht symmetrisch. Egal. Das hier nehme ich definitiv auch mit. Rootless. Rootless. Mythiker nehme ich auch. Ach ja. Summoner. Das sieht nicht ganz so krass aus, aber die Dinger sind so homing. Das Ding ist richtig gut. Du da. Moment. Hi. Hi. Der Speed ist ganz okay. Kurz gucken. Dann genau. Ganz runter und einfach nach rechts. Ich würde sagen, war es nicht der letzte Ort, an dem wir gestorben sind, aber. Ja, gegen Stormweaver gestorben. Leider, leider. Ein ruhiger Dungeon ist mit also mit Peaceful, ne? Traum. Kann ich ja gleich noch mein Fail zeigen. Ja. Also hier rüber gegangen und hab hier hinausgekommen. So. Dich platzieren. Nun auf groß. Hier haben wir Ceaseless Void. Der Bosskampf hat ein komplettes Remake bekommen gehabt mit dem jetzigen Update. Wie man vielleicht erkennen kann. Der Flammenwerfer ist besser jetzt. Flammenwerfer pierced.
Dieser eine Block, den ich da übersehen habe. Genau, jetzt versucht er einen quasi einzusaugen. Oh hey, die Laserstrahlen sind aber neu. Oh. Die hat der Feuer aber nicht gemacht. Gott, ich liebe diese Musik. Also der Bosskampf ist immer noch ein bisschen ätzend, aber er ist auf jeden Fall besser jetzt. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ein bisschen Gewöhnungssache, dass sich die Bälle nicht um einen herum fliegen, sondern um ihn. Ich kann übrigens sehr stark empfehlen, die Lore von den dreien hier anzuschauen. Genauso wie von dem nächsten Boss, den wir bekämpfen. Also den übernächsten Boss, den wir bekämpfen. Kann ich springen übrigens. Ah, eine Phase müssen wir noch, okay. Ja, also im Vergleich zur vorherigen Version des Kampfes ist das halt Traum. Das hier. Ist halt einfach so viel besser. Immer noch nervt. Also die Identität ist gleich geblieben von dem Bosskampf quasi. Töte die Bälle. Werde nicht getötet. Bälle machen auch diese nervige Gravitationsscheiße. Aber ja. Genau, jetzt explodiert das Ding langsam, aber sicher. Das versucht uns quasi einzusaugen. Lauf! So, da haben wir es, der Evolution. Ein empfohlenes Item. Arcane of the Void. You reflect projectors when they hit you. Reflected projectors deal no damage to you. This reflect has a 90 second cooldown, which is shared with all other dodges and reflects. Das ist empfohlen oder das hier. You reflect projectors when they hit you. Reflected projectors attack deal no damage. This reflect has a 100 second cooldown, which is shared with. If this effect triggers, you get a health regeneration boost of 5 seconds. If the same enemy projectile type hits you again, you will resist its damage by 15%. I always say breaking mirrors is bad luck. Eh. Draw of Meteor Swarm. One use item. Könnte ich das benutzen? Nicht genug Mana. Krass. Melee-Waffe? Natürlich. Bite Concentration Staff. Minion Damage is increased by 5% while the Aura is active. Verschwendet die mit der Zeit? Das ist eigentlich eine echte Infinite Void, Eons for More. Ich habe nur anscheinend 5 Slots, wie es aussieht. Ja. Only one can be active, okay.
Die Evolution. Den Prozent Damage Reduction ist halt schon krass, ne? Aber das gibt noch einen Health Boost. Knarz, Knurz. Danach Resist Damage bei 15%. Könnt. Ah, oder wenn, dann müsste ich dann das hier ablegen. Weil sich der Effekt heilt quasi. Und jetzt mal zurück nach Hause. Ja, Descendant of Devourer. Sickness, the Void, the Weaver. Each represent one of the Devourer's largest spheres of influence. Dispatching them has most likely invoked its anger and marked you as a target for destruction. Tabi, oh. Aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir wieder zurück. Und sieht's aus. Und ein paar Gegner zur Mütze. Okay. Ich kann schlechtes Summon. Summons, die super aggressiv sind, sind halt immer sehr gut. Da. Und ich würde schon sagen, dass die hier sehr aggressiv sind. Wenn ich das Summonwaffe aus. 1000. Die Sache ist halt, 1000. Wow, das Summon Penalty ist ja mega riesig. Holy shit. Das sind mal so 2000 bis 3000 Damage und vorher nur so 800. Na gut, Spiel. Aber mal hier Party machen. Ihr sollt eine Textinfo bekommen. Beziehungsweise 2, 3. Auch ein Block, Tatsache. Das ja, wir müssen nicht die Gegner besiegen, sondern die. Hier, die. Pinken. Wild Echo through the Dilapidated Dungeon Halls. Nicht, weil ich Angst habe, dass das viel spawnt, sondern gerade ein bisschen viel wird. Long Dead Prisoner seek their zealous revenge. Die zweite Nachricht, bevor der Boss spawnt. So, Ultimate Peaceful anmachen. Weiß ich genau, wie viele man töten muss, leider. Aber es sind schon ein paar, die man machen muss. Da, Poltergeist. So, für all jene, die Plantera mögen. Hier kommt Plantera 2.0.
so ein guter Kampf. Also wirklich. So alles nach Monat, die Bosskämpfe sind halt einfach. Boah. Einfach Premium. I love it. Auch nicht vergessen. Oh, okay. Und zurück, jetzt sind wir pre-Devourer of Gods. Wir haben jetzt viele, viele neue Spielzeuge, die wir auch machen können. Purgot, der war so gut vor dem Update. Der hat nämlich Lifesteal. Und ich glaube, den konnte man so ziemlich sofort im Hard Mode dann schon finden oder wie so. Also das Ding war richtig gut. Oder was schon? Companion Cube weg. A creature born of hatred and anger, formed by countless human souls, with all of their energy and talent devoted to consuming others. It seems a waste to have had such a potent source of power ravaged mindlessly through these empty swords. Wir haben beide Melee-Waffen bekommen. Geil! Und Affliction. Affliction ist richtig gut. Gives you and all other players on your team plus 1 Life Regen, plus 10% Max Life, plus 7% Damage Reduction, 10 Defense und 10% Increased Damage. Oder in anderen Worten, Yoink. Poltergeist Mask. Welche Effekt. Die. Potion. Dann welcher Effekt gibt mir die ganzen Herzen? Bleib bei der Vollihead. Okay, Ruinous Souls. Shard of the Distance Past. Poltergeist wird jetzt übrigens nicht mehr so spawnen. Ich glaube, für den gibt es jetzt ein Summon-Item. Okay, was wird das jetzt empfohlen? Aber ich sehe mindestens zwei Waffen, auf die ich keinen Bock habe. Neue Rüstung? In der Theorie ja. Nee, was von den ganzen Sachen wird uns jetzt nicht mehr empfohlen? Artemis Emblem und Sniper Scope sind noch drin. Destroyer Emblem ist noch drin. Das Ambrosia am Pool wird nicht mehr empfohlen. Der Ninja Belt auch nicht mehr, aber auch nur weil man den Elysian Aegis benutzen soll. Community wird selbstverständlich noch empfohlen. Okay, Ambrosia am Pool wird nicht mehr empfohlen. Was ist das Astral Arcanum? Taking Damage drops Astral from the Sky, minus your Astral Infection Debuff. Life Region immer war einer der Effekte auf Damaging Debuff. Darum wird es nicht mehr empfohlen. Weil man Evolution, Astral Arcanum oder Arcanum of the Void benutzen soll. Aber mein Dash. Mein Dash. Der Dash ist super. Dafür hat man halt Elysian Aegis.
Ne, ich glaube so, wir haben. Mist. Bloodflare Core wird weiterhin empfohlen. Ich finde den so blöd. Okay, ich weiß, was wir holen können. Dafür müssen wir mal in den Abyss. Oh, ups. Oh, hierfür? Die Iron Boots finden. Ich den nicht. Tatsache. Erhol. So. Das Item, was Aquatic Scourge droppt. Emblem? So genau ist ja was er droppt, oder? Der Ocean Crest. Ja, bei der Abyss-Suche schaut es doch nach allem, wo Abyss drinsteht, oder? Nee. Ey, wie wär's denn mit Equipment Only? Aber Celestial Shell war's, ne? Haben wir die noch? Nee, Celestial Shell hatten wir nie, ne? Wir hatten nur die. Wir hatten nur einen Moonshell, aber wir keinen. Aber weder Moon noch Sunstone haben. Stone. Sunstone. Moonstone. Celestial Stone. Celestial. Monitor, bleib an. Ich brauch dich. Verwandelt uns wieder ein Werwolf. Ist ja nur für jetzt. Zum Bodys Creme. Das. Das. Hauptsache die Säure macht uns noch Schaden. Chipton wieder. Jetzt hätte ich das Void-Item weggepackt. Na, was? Whatever. Ich hätte mein Shadow Key mitnehmen sollen. Anscheinend habe ich hier noch die Iron Boots nicht gefunden. Ich bin auch kein großer Fan von dem Gebiet, einfach weil es unter Wasser ist. Hätte ich eine Waffe noch mit neu machen sollen? Wenn hier die Iron Boots drin sind, dann geh nochmal zurück und hol eine Waffe. Ach, goddammit. Gut, gucken wir mal. Hier fand ich ganz geil.
Erias brauchen wir wieder. First Kappa und die beiden Bars. Gab der mit die Handgun. Spektrum.